Wir sind auf der Anfahrt zum Stellplatz der Brauerei Reichhold. Das ist in Franken, in der Nähe des kleinen Ortes Aufsess, im Ortsteil Hochstahl. Herzlich willkommen zu meiner Stellplatzreportage. Der Stellplatz liegt nördlich von Nürnberg oder in Ost-West-Richtung zwischen Bayreuth und Bamberg. Uns hat es dort als Biertrinker hingezogen, denn man kann dort zum fränkischen Ehrenbiertrinker werden. Aber dazu später mehr. Hier fahren wir jetzt auf das Gasthaus der Brauerei zu. Hinter dem Gasthaus liegt dann der Stellplatz. Auch wenn es hier so etwas schmal aussieht, es ist eine öffentliche Straße, die zum Stellplatz führt. Wenn der Stellplatz sehr voll ist, werden die Streifen rechts und links hier neben der Zufahrtsstraße auch noch als Stellplätze genutzt. Die Stellplätze sind geschottert und teilweise parzelliert. Es gibt auch Grünflächen, sodass man sich mit Tisch und Stuhl auch nach draußen setzen kann. Es gibt die Möglichkeit, mit oder ohne Strom die Platzgebühr zu zahlen. Mit Strom kostete der Platz im Juni 2015 12 Euro. Etwa 50 Meter entfernt vom Stellplatz im Hof der Brauerei ist die Entsorgungsstation. Ein Bodeneinlass und ein Frischwasseranschluss ist da. Frischwasser muss gemünzt werden. Im Hof der Brauerei ist auch der Eingang zu den Sanitäranlagen. Hier gibt es Toiletten, die sind frei. Die Duschen müssen gemünzt werden. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, weshalb wir hierher gefahren sind, dem Brauereienweg. Dabei handelt es sich um einen Wanderweg, der an vier kleinen Brauereien vorbeiführt. Es handelt sich um einen Rundwanderweg von etwa 14 Kilometern und an diesem Rundwanderweg liegen dann die Brauereien. Es sind vier an der Zahl und in jede Brauerei kehrt man ein und trinkt ein Bier und bekommt dann auf seinem Brauerei-Wanderpass einen Stempel, den man nachher am Ende braucht, um seine Urkunde zu bekommen. Es können mehrere Personen auf dem Wanderpass eingetragen werden. Wir haben das Ganze nicht abgewandert, sondern sind mit dem E-Bike gefahren. Auch das wurde anerkannt. Nachdem man die Anstrengungen hinter sich gebracht hat, trifft man sich wieder beim Gasthaus. Hier sind nicht nur Wohnmobilisten, sondern auch andere Gruppen, die hier im Gasthaus übernachten. Natürlich gibt es im Gasthaus auch gut was zu essen. Wir machten das am Abend, wir gingen dort essen, nahmen unseren Pass mit und legten ihn vor und bekamen dann entsprechend unsere Urkunden. So ließen wir den Tag bei einem guten Bier und einem guten Essen ganz gemütlich ausklingen. Die Urkunden erhielten wir schon vor dem Essen. Sie ist eine schöne Erinnerung an einen schönen Tag. Worauf man achten sollte, die einzelnen Brauereien haben verschiedene Ruhetage. Das sollte man berücksichtigen. Wir waren nun an einem Wochenende da und da war natürlich alles offen. Ja, das war meine Reportage über den Stellplatz der Brauerei Reichhold im Ort Aufsetz, Ortsteil Hochstahl. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen und sage bye bye, bis zum nächsten Mal.